und willkommen bei meinem dritten Podcast Thanatophobie – Leben mit der Angst vor dem eigenen Tod. Heute geht es um eine ganz besondere Straße. Eine ganz große Straße, die Gedankenautobahn. In unserem eigenen Kopf. Das hier wendet sich heute vor allem an Menschen, die unter regelmäßigen Panikattacken zu dem Thema leiden. Also dir kommt der Gedanke an deinen eigenen Tod in den unmöglichsten Situationen in deinen Kopf oder immer wieder in regelmäßigen Situationen. Das hier bezieht sich vor allem auf euch, wenn ihr regelmäßig wiederkehrende Panikattacken habt. Panikattacken, die euch richtig nerven, die einfach so hochkommen. Ihr bekommt in den unmöglichsten Alltagssituationen, kommt der Gedanke hoch, wow, eines Tages werde ich sterben. Oder wenn ihr eine schöne Situation habt, ganz typisch ist es zum Beispiel, gerade wenn du deine Kinder lachen siehst, wenn du einen wunderschönen Spaziergang machst, mit einer Freundin gerade beim Kaffee sitzt und du denkst daran und du kannst die Situation nicht mehr genießen, weil du dir denkst, wow, ich werde das alles mal vergessen. Typische Momente, in denen Panikattacken auftreten in Bezug auf Thanatophobie, ist zum Beispiel, wenn man abends im Bett liegt oder einen Spaziergang macht, wenn es dunkel wird. Vielleicht aber auch, wenn du gerade eben mit Freunden oder mit deiner Familie bei einem Café sitzt. Die Situationen können ganz unterschiedlich sein. Viele Menschen bekommen die Panikattacken, wenn sie in Ruhe sind und alleine. Aber auch gerade schöne, positive Momente können auch ein Auslöser sein, weil sie einen so an das Leben erinnern. Bei mir persönlich ist der schlimmste Ort die Dusche, weil mich dort keiner stört. Es ist ein zeitlich abgegrenzter Raum von A und B, wo ich nicht rauskomme, mich nicht ablenken kann. Und das ist bei mir ganz intensiv. Bei mir war das so, ich habe die Panikattacken ja schon seitdem ich so ungefähr 8 oder 9 Jahre alt bin. Und ich habe gelernt, mit jedem Gedanken, den man aktiv denkt und auf den man sich konzentriert, ich werde mich jetzt nicht korrekt ausdrücken, ich bin keine Therapeutin, auf jeden Fall werden die Nervenbahnen, die Gedankenbahnen im Gehirn immer breiter, immer dicker. Mit jedem Gedanken, den man hat, verknüpfen sich immer mehr Synapsen in deinem Gehirn und es wird ein immer dickerer Strang aus Synapsen. So eine richtige Synapsen-Autobahn, wo dann immer wieder der gleiche Gedanke langgedonnert wird. Und je mehr du dich trainierst darauf, den Gedanken zu haben, an die Thanatophobie, ich bin sterblich, ich werde eines Tages sterben, holy shit, ich werde alles vergessen, oh mein Gott, alles ist sinnlos. Je länger man in diesen Panikattacken bleibt, je öfter sie wiederholt werden, desto dicker werden diese Synapsen-Autobahnen in deinem Kopf. Ganz klar. Würdest du dich jetzt jeden Tag mit Mathematik beschäftigen, dann würde dein Gehirn immer mehr Synapsen für die Mathematik verwenden. Und du hast irgendwann eine ganz dicke Mathematikautobahn in deinem Kopf und du wirst Mathematikprofessor. Leider ist bei uns ja die Thanatophobie unser Studienthema, wo unser Gehirn immer dickere Bahnen macht. Und die Heilung dafür ist so dermaßen einfach. Und als ich das gelernt habe und angewendet habe, ging es mir schon einen Tag danach besser. Es war in meiner allerschlimmsten Phase, in der ich 2 Monate lang wirklich nur noch an dieses Thema gedacht habe. Ich konnte die Wohnung nicht mehr verlassen, weil ich auf dem Boden lag. Ich bin aufgewacht, ich hatte schon diese Panik und ich lag am Boden. Ich habe geweint, ich habe geschrien. 2 der schlimmsten Monate meines Lebens. Und den Tipp hatte ich in einem Buch gelesen. Das ist also vor allem auch hilfreich, wenn man gerade in einer ganz schlimmen Phase steckt und wirklich keinen anderen Gedanken mehr fassen kann, hat es mir geholfen. Es war so bescheuert, aber in dem Buch stand, schreib doch einfach irgendwas, scheißegal was, schreib doch irgendwas Positives auf. Es muss nicht mal stimmen, erfind irgendwas. Ich habe damals aufgeschrieben, weil mir echt nichts eingefallen ist und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich probiere die Scheiße aus. Ich habe aufgeschrieben, was nicht gestimmt hat. Ich bin in einer glücklichen Beziehung und mein Leben ist richtig schön und ich wohne in einer tollen Wohnung.
Praktisch war ich damals Single, habe vor Einsamkeit oft geheult und meine Wohnung war im Winter nicht beheizt, weil die Heizung ausgefallen ist und ich eine arme Studentin war. So, ich habe mir das auf den Zettel geschrieben und mich gezwungen, diese Sätze zu wiederholen. Ich lag abends im Bett und ich habe mich auf diese Sätze fokussiert und sie wiederholt. Ist gar nicht so lang in dem Buch stand, du musst es 10 Minuten lang machen und das immer wieder. Aber ich habe einfach diese positiven Sätze in mein Hirn gebrannt. Ich habe einfach gesagt, ich lebe in einer positiven Beziehung, ich wohne in einer super Wohnung und mir geht's richtig gut. Totale Scheiße, wirklich totale Scheiße. Ich habe mich währenddessen so lächerlich gefühlt. Aber am nächsten Tag war der erste Tag seit, ich glaube, dann ja 2 Monate, ein paar Tage oder so, wo ich ohne Panikattacke aufgewacht bin. Und da habe ich realisiert, wow, da muss was dran sein an dieser Gedankenautobahn. Ich glaube, diesen Tipp, den musst du nicht so umsetzen, auf gar keinen Fall. Ich mache das inzwischen ganz anders. Ich konzentriere mich inzwischen auf positive Gedanken, die ich tatsächlich haben kann. Und ich versuche aktiv diese Gedanken zu denken. Ich schiebe schlechte Gedanken weg und denke ganz aktiv die positiven Gedanken. Es ist eine Realitätsflucht. Es ist nicht die Realität, das will ich auch noch dazu sagen. Das stört mich auch an dem Ganzen. Es ist kein wirklicher Trost, es ist keine Lösung der Situation, aber es ist eine Lösung, um einen Weg zurück ins Leben zu finden, um wieder ein normales Leben zu führen. Denn die übermäßige Realisierung des eigenen Todes ist eine Realität. Es ist real. Aber die ganze Zeit darüber nachzudenken, hindert daran zu leben. Wenn man nur an den Tod denkt, dann kann man nicht leben. Und ich wollte wieder leben, ich wollte wieder Dinge wahrnehmen, ich wollte mich wieder an Dingen freuen können. Ich wollte, wenn ich einen schönen Himmel sehe, einen schönen Sommertag, wenn ich schöne Zeit mit einer Freundin habe, ich wollte wieder im Moment sein. Und das sagen alle Religionen, alle sagen das. So Buddhismus, das, was dich glücklich macht, ist im Moment zu leben. Und es ist totale realitätsferne Scheiße. Ich will das überhaupt nicht wegdrücken. Es ist totale realitätsferne Scheiße. Aber wenn du glücklich sein willst, ist wirklich, ich habe das jahrelang selber bescheuert gefunden. Aber der beste Weg, so tief in der Scheiße hängt. Die gehen nur noch diese Gedanken durch den Kopf. Spannenderweise ist mein Leben viel besser geworden. Ich lebe jetzt in einer schönen Beziehung und ich lebe in einer schönen Wohnung. Ich habe keine Panikattacken mehr. Ich kann das Leben genießen, ich kann Freude empfinden. Und das alles nur, indem ich meinen eigenen Geist geschiftet habe, indem ich mein eigenes Gehirn umprogrammiert habe. Das ist der für mich einzige Weg gewesen. Für mich hat kein Trost dieser Erde hat es mir gebracht. Keine Spiritualität. Kein, du musst das aber akzeptieren. Nein, muss ich nicht. Möchte ich nicht. Ich möchte den Tod nicht akzeptieren. Ich möchte nicht. Und ich möchte auch nicht dazu gezwungen werden. Und ich glaube, für dich kann der Weg auch ganz anders aussehen. Aber ein Weg daraus, vielleicht für ein paar von euch, kann genau das sein. Zu erkennen, welche Gedankenstrukturen habe ich und welche Strukturen möchte ich gerne haben. Und dieses Bild von der Gedankenautobahn hat mir sehr geholfen. Eine andere, einfachere Methode ist ein inneres Stoppschild. Also wenn du noch nicht in die Umstrukturierung deiner Gedanken gehen möchtest oder es einfach nur blödsinnig findest, dann ist eine andere gute Variante, die ganz einfach umzusetzen ist, ein inneres Stoppschild. Du merkst, dieser Gedanke kommt hoch, so die ersten Gedanken, wow, mein Leben ist endlich, wow, ich bin jetzt schon, keine Ahnung was, 45, oh Gott, meine Kinder werden eines Tages alt sein oder was auch immer es für dich ist oder wenn du ans Universum denkst und die Unendlichkeit. Dann zu realisieren, hey, das ist ein Gedanke, der mich zuletzt in eine Panikattacke reingebracht hat. Und
dir innerlich wie eine Mauer aufzubauen oder ein großes Stoppschild oder was auch immer du möchtest. Vielleicht auch ein Boxer, vielleicht auch ein Känguru, was den Gedanken wegboxt. Ganz egal, vielleicht hilft es dir visuell in deinem Kopf aufzubauen. So eine, irgendwas, was es stoppt und wegdrückt. Und dann machst du in deinem Kopf so wie einen kleinen Kasten und da tust du es rein. Oder du schiebst es in die hintere Seite deines Kopfes. Oder wo auch immer du das fühlst. Vielleicht baust du dir auch visuell wie eine graue Kugel vor deinem Auge auf und schiebst da gefühlt die Gedanken rein. Und allein schon die Anstrengung, das zu visualisieren, wird dich ablenken. Und dann hast du den Gedankenfluss schon unterbrochen. Und das ist das Ziel, den Gedankenfluss zu unterbrechen, sodass du nicht in eine schlimme Panikattacke reingeraten kannst. Denn mit jeder Panikattacke kann deine Panikstörung schlimmer werden. Zumindest war es bei mir so. Dass mit jeder Panikattacke eben diese Gedankenautobahn immer stärker wurde. Ich hoffe, das war halbwegs strukturiert. Die Gedankenautobahn und das Stoppschild. Ja, und ansonsten wird das vielleicht die nächsten Podcasts besser. Dankeschön, dass du zugehört hast und bis bald.